Ladies and Germany, herzlichst willkommen zu Prominent getrennt, Folge Nummer 2. Bist du dumm? Heute ziehen auch neue Leute ein. Also letztens waren es ja erst 4 Paare, also erste Folge. Zweite Folge kommen noch mal 4 hinzu. Ich weiß es gar nicht. Aber es kommen noch ein paar hinzu, auch ein paar, auf die wir uns besonders freuen. Ich sage nochmal Lisa und Fabio. Ey, und eine hatte in die Kommentare geschrieben, das ist wie ein Klassentreffen und deswegen fühlt es sich auch so gut an. Der absolute Horror. Ich kann das absolut nachempfinden. Ich finde es auch so geil, weil die ganzen Leute, die kennen wir, ja. Und deswegen macht es auch wirklich umso mehr Spaß, darauf zu reagieren. Es ist ein 6er im Lotto, kein Volltreffer. So, wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das doch sehr gern auf RTL Plus. Hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss und ich würde sagen, wir starten. Was war das denn hier? Keine Ahnung. Ich glaube, ich war die halbe Nacht wach. Ich lag einfach nur da und war verzweifelt. Ja, wo waren wir denn da stehen geblieben? Die saßen alle noch in einer geselligen Runde und Marc - Robin hat zugegeben, dass er quasi mit Malisa und Michelle gleichzeitig etwas hatte. Und das war eine ganz neue Information wohl für Michelle. Die wusste wohl, dass da was war mit Malisa, aber nicht, dass das wirklich parallel lief. Krasser kann ich nicht machen, wirklich. So krass war es so, ich kann nicht krasser, wirklich. Und da sage ich natürlich auch, fühlt sich schön an. Dieser Mensch hat so viel Scheiße gebaut und ich hätte einfach komplett einen Cut machen sollen und ich habe es halt nicht gemacht. Ich glaube, das verstehen auch viele nicht, ne? Viele sagen so, warum macht die denn da nochmal mit? So schlimm kann es ja nicht gewesen sein mit Marc-Robin. Aber hört ihr es? Sie zweifelt sich doch selber schon komplett an. Ich bin echt gespannt, ob die Malisa sich so ein bisschen auf was so abhackt hier drin. Das Ding ist, sie ist die Person hier drin, wofür am meisten Drama sorgen wird. Du! Gerade du! Aber allein das geht mir dann schon auf die Eier so, weißt du? Ja. Wenn ich merke, jemand macht das auch so extra und so, die ist so eine, die will auch so auf Krampf ein bisschen polarisieren. Also auf Stress. Ey, ich dachte so Drama auf die Ecke, okay, das ist da. Ich dachte so Drama auf die Ecke, sie denkt, hier läuft irgendwas so falsch, dann steigert sie sich da rein. Dann weißt du so. Ich check da überhaupt nicht. Was für eine Drama-Ecke jetzt? War das nicht ein und dasselbe, was die da gesagt haben? Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, dass Michelle 3 Regeln hatte für Marc-Robin. Und eine davon war, hier nicht die Leute untereinander anzusticheln. Seitdem der da ist, redet er nur schlecht über Malisa. Sagt, wenn die kommt, dann ist das Drama los und so. Hat er auf jeden Fall sich zu Herzen genommen, die Regeln von Michelle. Er hat einen sehr starken Charakter, also wirklich Respekt davor. Irgendwas hat dich aber der sexuell gereizt, oder? Irgendwas hat dich sexuell gereizt. Nee, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, die ist ja so geil. Aber war das gut so? Ja, war nicht schlecht. Jetzt nicht erwähnenswert gut so, aber ich kann jetzt auch nichts Schlechtes drüber sagen. Finde ich gut, dass er nichts Schlechtes darüber sagt. Also ich hätte ihm da auch irgendwie zugetraut, dass er jetzt versucht, Malisa auch noch weiter in die Pfannen zu hauen. Würde auf jeden Fall zu ihm passen. Hat er alles gemacht, so von hinten und so alles? Das ist eine freche Frage, Jakob. Stell mal vor, irgendwer würde das fragen bei dir und Kate, Alter. Das war eine Bloßstellung vor Gott, dem Herrn. Der würde doch ausflippen. Hey, ich will sowas immer wissen, weißt du? Nee. Weißt du, wie ich meine? Aber gut, Marc-Robin schweigt wie ein Gentleman, oder? Es ist einfach, nee, wir haben nicht von hinten. Was ist das für eine Frage? Come on. So. Wenn man vom Teufel spricht, sehen wir ihn direkt. Wir schaffen das so. Ja! Vor allem sind wir in der gleichen Situation. Ich bin hier bei Prominent getrennt, gemeinsam mit meinem Ex-Freund Fabio. Ich bin Fabio. Die kennen wir. Fabio und ich waren circa 2,5 Jahre zusammen und sind jetzt seit Januar 2022 getrennt. Hey, ich frage mich, ob es Leute gibt, die das Format gucken und die beiden jetzt noch nie gesehen haben. Also die waren zusammen bei Temptation Island und hatten auch wohl eine offene Beziehung. Ja, und waren dann irgendwann getrennt. Aber ich glaube, so richtig weiß die Öffentlichkeit nicht, warum. Also, oder ich habe nicht aufgepasst. Ich bin ja quasi immer sein Bärchen gewesen. Er hat halt immer gesagt, ich bin alles außer sexy. Alter, ist auch nett, ne? Du bist wirklich alles außer sexy. Was sagst du doch deiner Frau nicht? Ja, dass ich halt dick bin. Boah. Er hat auch mal zu mir gesagt, so, ja, mein Po ist das perfekte Kissen, weil er so groß ist. So. Hat er halt gesagt, das turnt ihn halt ab. Ich nenne sie Le Kugeln. Boah, ich kenne aber auch Männer, die finden das unturnt. Aber wie gemein. Dann sagt er so, dein Arsch ist so groß wie ein Kissen, Alter. Finde ich abturnt. Und ich muss sagen, dass der auch öffentlich auch immer wieder gesagt hat, dass er Malisa vom Aussehen her überhaupt nicht attraktiv findet, ne? Wie demütigend, ey. Ich finde das hammerhart. Malisa war nicht optisch mein Typ. Und genau deswegen konnte ich irgendwie nicht diese
diese Sexzaubern. Hab ich einfach keinen Hoch bekommen. Sag's doch, wie es ist. Ich find das frech. Ich find das wirklich frech. Stell mal vor, das sagt einer über euch, euer Ex. Ich glaube, es hackt, ey. Ich hab dann halt gesagt, lass uns doch eine offene Beziehung führen. Fabio hat ja Sex mit anderen Frauen gehabt, ich nicht mit anderen Männern. Ah, das wusste ich auch nicht, dass das von Malisa auskam, dieser Vorschlag. Da wollte sie wirklich was retten, ne? Dass er weiterhin Sex haben kann, aber sie ihn auch weiterhin behält. Ich find's auch krass, dass er durfte sie nicht. Schön. Das ist einfach nicht fair. Ich hab dann 3 Affären parallel geführt. Upsi. Dann 3 oder 4. Vielleicht habe ich eine vergessen. Fabio? Das ist nicht witzig. Ich glaube, so eine offene Beziehung wie Fabio und ich hatten, würde ich nie wieder machen. Ja, natürlich. Also, das bedeutet ja wirklich, weil bei euch der Sex nicht funktioniert, weil er dich nicht attraktiv findet, darf er dann mit anderen bumsen, damit dieser Teil von ihm befriedigt ist. Das würde ich doch im Leben nicht zulassen. Also, finde ich krass. Da ist man doch dauerverletzt. Oder ich finde es sowieso so krass, zu wissen, du hast einen Partner und der sagt dir ständig, du bist alles außer sexy. Ich find's krass. Wir passen einfach nicht zusammen. Wir haben einfach keine Zukunft zusammen. Und auch wenn irgendwo krasse Gefühle... Krass, das macht sie noch fertig. So böse Worte, die er zu mir gesagt hat, die vergisst man nicht so schnell. Natürlich nicht. Fabio stellt das halt immer so hin, als wäre das komplett normal, ne? Als wäre das total okay, so über seine Frau, Ex-Frau, was auch immer, Freundin zu reden. Also, das muss man sich auch erstmal reinfahren, ne? Fuck you, Fabio! Ich bin so aufgeregt, auch ihn zu sehen, weil ich nicht weiß, so wie es ist, was er macht und alles. Also ich weiß auch gar nichts mehr. Ich habe einfach nur Bauchschmerzen. Alter, ihr wisst, Carina, ne? War mit Gustav. Hola. Da bin ich auch so gespannt. Ja, servus, ich bin Carina. Ja, die hat ja bei Bachelor in Paradise Gustav kennengelernt. Wie lange hat's gehalten? Und nur 9 Monate später erblickte ihre Trennung das Licht der Welt. Die tun so, als wäre es eine Geburt, ne? Schön. Gustav und ich haben seit über einem halben Jahr keinen Kontakt mehr. Besser ist es. Es war nur noch ein Auf und Ab, also so 110% Liebe oder 110% Hass und so oft gestritten. Ja, was ist das für eine Beziehung, so eine? Gut, dass ihr die beide nicht mehr führt. Ich kann es nicht einschätzen, wie das Zusammentreffen sein wird. Ich auch nicht. Aber ich bin so gespannt auf Gustav, ne? Der war eine wandelnde Red Flag in den anderen Formaten. So manipulativ und so, ey, krass. Echt krass. Bist du eigentlich dumm oder was? Wie dumm bist du eigentlich? Hi! Hallo! Das ist Malisa, glaube ich. Kann uns vielleicht jemand helfen? Dann mach mal Robin. Jungs, los! Das jetzt muss es genau bei der Person sein. Ach so, das ist dein großer Moment. Kate ist so geil, ne? Die ist so geil. Ich muss sagen, das hat man wieder bewiesen, dass ich wirklich... Ja, den Durchblick einfach habe, was das männliche Geschlecht angeht. Das ist Malisa, aber... Also jetzt, ich hab nicht mal, weil ich jetzt wegen ihr nicht, aber irgendwo habe ich jetzt auch den Punkt, es muss halt nicht sein, so, weißt du? Muss nicht sein. Ich habe die schon gebumst parallel mit Michelle, da muss ich ihr jetzt auch nicht noch den Koffer hochtragen. Das Ding ist halt, was kann eigentlich Malisa dafür? Mal ganz im Ernst. Okay, ich glaube, da hilft uns keiner. Komm, die wird mal den Koffer hochgezogen bekommen. Ja, ohne Scheiße, das schafft die schon. Das ist natürlich eine schlimme Situation für jede Frau, kann man einfach nachempfinden. Ja, für Michelle tut es mir auch leid, ne? Aber im Endeffekt, Malisa war Single, kann die so machen, was sie will. Weiß ich nicht, ich sehe da echt nur die Schuld bei Mark minus Robin, weil er hat ja parallel gedribbelt. Hier, gib her, komm. Ich bin Stefan, ja, ich bin Malisa. Hä? Hallo. Wie, ihr seid Stefanie? Na, soll ich dir helfen? Hi. Hi. Krass. Michelle einfach an Malisa vorbei, aber hat angeboten, auch ihren Koffer mit hochzutragen. Das finde ich nett. Hi. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass Michelle und Mark Robin hier sind. Ja, meine Augen sind mir fast rausgefallen. Ich dachte so, in meinem Kopf ging es so schnell so ratter, ratter, ratter. Was machst du jetzt? Ach Mann. Krass, ey. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass die nochmal in irgendeinem Format zusammen zumindest mitmachen. Ich glaube, das hat ganz Deutschland nicht erwartet. Deswegen ist die Staffel halt auch so geil. Hat sie irgendwas Dummes gesagt oder dumm gemacht? Nö. Nicht. Natürlich erstmal was Negatives unterstellen. Nö. Wann kriegen wir das hin? Klar kriegt ihr es hin. Natürlich kriegt ihr das hin, Alter. Die tun auch so, als wäre Malisa halt wirklich voll der schlimme Mensch. Wir machen uns hier heute unser eigenes Bild. Hallo? Du schläfst neben Michelle und Mark Robin. Laber. Ja. Nein. Ach, die haben ja auch schon zusammen im Bett geschlafen. Ich kann doch nicht mit einer Robin und Fabio in einem Zimmer schlafen. Komplett gefickt. Die Arme. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Na klar. Scheiße.
Also ich finde es ehrlich gesagt sehr schlimm, vor allem weil das Bett so klein ist. Also da hätte ich lieber mit Marc Robin im Bett geschlafen, als erst mit Fabio. Ich weiß nicht. Krass. So schlimm sind die auseinandergegangen? Das war mir überhaupt nicht bewusst. Alles gut? Ich will das Thema einfach vom Tisch haben. Also Fabio müsste eigentlich gleich kommen. Freust du dich schon? Nee. Versteht ihr euch gar nicht mehr? Wir haben seit einem halben Jahr keinen Kontakt. Die ist so aufgeregt, die kann doch gar nicht mehr richtige Sätze formulieren. Kenn ich doch. Gar nicht. Ich glaube, Malisa hat noch Interesse an Makrobin, ja. Ich glaube auch, dass sie noch auf mich steht. Wäre jetzt nicht verwerflich. Wäre jetzt nicht verwerflich. Das weiß ich ja nicht, ne? Das weiß ich ja nicht. Ich finde es krass, direkt ihr das zu unterstellen. Vielleicht ist es auch einfach cool mit Marc News Robin. Und wir wissen ja immer noch nicht, was da war bei den beiden. Vielleicht hatten ja beide auch Gefühle. Ach, keine Ahnung. Aber es ist schon ein bisschen verwerflich. Ey, das wird Horror. Bin mal gespannt mit dir und Fabio. Also, mit dir habe ich ja gar kein Problem. So, ne? Ich dachte nur, oh, Michelle und ich, das ist nicht so gut. Ja, aber Michelle hat auf jeden Fall keinen Bock auf Stress mit dir. Nee, ich habe auch keinen Bock auf Stress, dann ist ja schon mal gut. Aber die ignoriert mich ja die ganze Zeit. Ja, Lisa, was denkst du noch? Die Situation ist ja trotzdem nicht cool so. Na, natürlich ist nicht cool. Hallo, was soll ich denn sagen? Ihr liegt einfach neben mir und Fabio. Fabio und ich liegen ja, ich glaube, für eine Michelle ist das ekliger wie für dich. Ja, und warum wegen dir, Marcus Robin? Ich kann das absolut verstehen, dass das auch für Malisa eine absolut beschissene Situation ist. Erstens hat die da ihren Ex gleich an der Backe mit ihrem einem Bett. Da wissen wir auch noch nicht genau, was vorgefallen ist. Aber wir wissen schon mal, dass er sie richtig krass niedergemacht hat mit du bist alles andere außer sexy und sowas. Und dann noch die Sache mit Michelle. Also, ich verstehe sie. Keine Ahnung. Ich find's auch nicht gerade geil. So ist jetzt halt so, probiert beides Beste draus zu machen, weil ich habe auch keinen Bock, dass ich mit reingezogen werde und das werde ich aber, wenn ihr zwei euch stresst. Wisst ihr noch, wie Marc-Robin da reingegangen ist? Und oh nein, nein, ich krieg das Kotzen und so. Und dann hätte einer sowas gesagt wie er jetzt, ja, aber bei ihm muss man natürlich Verständnis haben. Ich habe gar keinen Bock, neben Fabian im Bett zu schlafen. Tja, life is hard. Und hast schon geguckt, wo hier der tote Winkel ist? Buongiorno! Der war gut. Lisa. Das war ein Scherz, Mann. Nee, war's nicht. Doch, es war ein Spaß. Komm, das war schon ziemlich witzig. Vielleicht, also, ich wäre jetzt nicht abgeneigt, dass ich nochmal Sex mit ihm hätte oder so, weil das war wirklich, glaube ich, so kann ich sagen, mit der beste Sex meines Lebens. Aber ich finde es auch irgendwie total verständlich, ne? Also, ja, es ist eine krasse Aussage und es geht hier um Marc-Robin. Aber wenn sie vorher jemanden hatte, der einfach gar nicht mit ihr Sex haben wollte... Und dann jemanden, der wenigstens will. Also, das kann ja nur besser werden. Bachelorette, Bachelor in Paradise, genau. Da bin ich ja mit der Carina rausgegangen. Hier sind Fabio und Gustav. Und Fabio rät gerade, woher er den guten Gustav kennt. Und ja, der Gustav und Carina sind jetzt getrennt. Der Gustav und Carina sind jetzt getrennt. Weil ich rede auch immer von mir in dritter Person. Und nenne mich auch immer stets zuerst. Und haben auch wirklich kein Wort mehr miteinander gesprochen. Gar nichts mehr. Ja, besser ist es. So, wisst ihr, was auch noch besser wäre? Hier zu abonnieren. Come on, ist nur ein kleines Abo. Einfach mal da lassen, da freue ich mich. Ich habe Carina im Bachelor in Paradise kennengelernt. Und erst ist sie mir nicht aufgefallen, dann ist sie mir extrem aufgefallen. Der will auch immer, ne? Also, jeder weiß ja, guck mal, Carina ist eine bildhübsche Frau. Aber er will immer noch mal klarstellen. Also, erst hatte ich wirklich gar kein Interesse. Danach erst. Warum? Irgendwann habe ich sie dann doch von mir überzeugen können. Überzeugen können? Der hat die so richtig rein manipuliert in diese Beziehung, Alter. Es war alles andere als eine harmonische Beziehung. Oh, das ist ja eine Überraschung. Also tatsächlich war der größte Streitpunkt Eifersucht. Ich glaube, er hat mir zu 0% vertraut. Natürlich war ich eifersüchtig, gebe ich auch zu. Wenn ich natürlich mit meinem Arsch an jedem Typen rumreibe, dann ist man auch mal eifersüchtig, ne? Boah. Ich kann nicht mit dem, ich kann nicht. Der stellt es einfach erstmal so dar, als wäre das Fakt und als wäre es dann okay, eifersüchtig zu sein. Also natürlich wäre das vielleicht nicht so cool, wenn Carina das macht, aber als ob die das gemacht hat. Es ist wahrscheinlich einmal passiert und er kann es ihr bis heute nicht verzeihen oder so. Halten die Händchen? Die halten Händchen. Hi. Fabio, mi amore. Marc-Robin freut sich über Fabio, aber bei Malisa ist ganz schlimm. Ist ja auch schon schön, dass er jetzt mit Fabio verbrüdert ist, aber gut genug war sie. Um sie zu bumsen. Was? Marc Robin? Romero, du geiler Bock, Alter. Oh, es ist peinlich, Alter. Er ist so unangenehm, muss ich mir überlegen. Mit den beiden hatte ich Sex. Ja, ist irgendwie schon ein bisschen strange. Ist da mein Ex? Oh, scheiße. Hi, Marc Robin. Alles klar? Ja, bei dir? Hi. Ja, komm her.
Okay, die haben sich aber wenigstens umarmt. Das ist doch ganz schön. Hi, Carina. Hi, Marisa. Dein Ex ist da. Ja. Ach, du auch hier? Okay, die auch. Perfekt. Und wie geht's dir jetzt? Nein. Sono Tedesca. Tedesca, aber du kannst doch italienisch. Hat er dir Hallo gesagt? Ja. Ach so. Auf jeden Fall eine sehr komische Situation. Ey, die leidet richtig darunter, dass Fabio da ist, ne? Mann. Ja, dann liege ich auch noch mit denen in einem Zimmer. Und er liegt genau neben mir. Und also alle beide so. Das ist so komisch. So, jetzt kommen die Nächsten hier. Giuliano und Nico. Über den einen freue ich mich total, über den anderen... Welcher Psychopath hat sich das ausgedacht, lauter Menschen in ein Haus zu sperren mit lauter Ex-Freundinnen und das zu beobachten? Ja. Ist das krank oder ist das krank? Das ist schon krank, ja. Das ist krank, aber ich finde Temptation Island war noch ein bisschen kranker, ehrlich gesagt. Hat er auch mitgemacht. Es ist schon richtig krank. Peace, Leute, was geht ab? Mein Name ist Giuliano Fernandes und ich bin Ballermann-Rapper und Influencer. Also, paar Facts. Erstens heißt er wohl gar nicht Giuliano und echt heißt er wohl Julian. Ich weiß auch nicht, warum er denkt, Giuliano steht ihm besser. Zu den nächsten Facts komme ich gleich. Ich habe gar keinen Bock auf meine Ex-Freundin. 0,0. Wer ist denn seine Ex? Hast du Angst, Julia? Die Sandra, seht ihr, da sitzt sie. Mit Gloria. Kann uns zu sehen? Nee, Angst nicht. Ich glaube nur, es wird sau anstrengend. Hat halt einfach sehr viel auf Lügen aufgebaut, so. Ich zum Beispiel bin immer weniger vertraut dadurch. Ich muss direkt was ansprechen, Leute. Das ist Facts Nummer 2. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch sagen soll, aber wisst ihr noch bei Temptation Island, wo er da saß und gesagt hat, er hatte eine Vasektomie, weil er seiner Ex-Freundin nicht vertraut und wenn sie dann schwanger ist, dann weiß er genau, das Kind kann nicht von ihm sein, weil er hat ja da eine Vasektomie machen lassen, aber das weiß keiner. Und zu dem Zeitpunkt war der halt mit Sandra zusammen und sie wusste das auch nicht. Sie hat das dann erst bei Temptation Island quasi erfahren und war so, hey, erstens, wieso sagt er mir das nicht? Zweitens, will er mich auch auf die Prüfung stellen oder was? Ich kann sehr, sehr gut Deutsch, ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Und es war voll das Thema. Und er meinte auch die ganze Zeit, es ist keine Vasektomie, es war was anderes, ein anderer Eingriff, bla 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 bla. Aber irgendwie halt, dass er keine Frau schwängern kann. Jetzt kam raus, das war alles gelogen. Es war alles gelogen. Dieser Eingriff hat nie stattgefunden. Also wenn das wirklich stimmt, ne, dass er uns da alle beschissen hat, was ein Typ. Wenn man bei so krassen Sachen lügt, ich glaube, der wollte uns dann echt so verkaufen, er ist voll der Fuchs, ne? Und macht da so einen Eingriff, um... da andere Frauen auszudribbeln, die dann vielleicht schwanger um die Ecke kommen. Dabei hätte es wirklich sein können, dass er sie geschwängert hat. Krass. Ja, Traummann, auf jeden Fall. Also ich sag jetzt mal so, rein körperlich habe ich sie nicht betrogen. Aber ich weiß, es ist bestimmt betrügen, wenn man mit anderen Frauen schreibt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es bestimmt betrügen, ne? Weiß ich nicht, aber körperlich war da nichts. Weil da wurde ich nie erwischt, wahrscheinlich. Er hat mich sehr oft angelogen und das habe ich leider immer wieder rausgefunden. Deswegen war ich irgendwann so skeptisch, dass ich in sein Handy geguckt habe. Das Ding an der Sache ist, jeder normale Mensch würde sagen, das geht nicht, dass man ins andere Handy schaut. Das geht auch nicht, aber wenn du 0% Vertrauen hast für eine Person, dann finde ich es auch irgendwo verständlich, wenn man einem irgendwann da mal die Hutschnur reißt und man ins Handy guckt. Also das ist doch wohl, scheiße ist es, ja, aber ich verstehe es. Bei jeder Lüge, die ich rausgefunden habe, hat er mir eine neue aufgetischt und irgendwann gab es da keinen Ausweg mehr. Das verstehe ich auch. Ich finde es auch krass, das so zu tolerieren, ne? Tolerieren vor allen Dingen, da schreibt man mit Tollo. Ich wäre da weg. Nee, wäre ich gar nicht, ne? Mich kannst du auch gut verarschen. Aber immer dieses Lügen, 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 naja, das ist einfach ein ekliges Gefühl. Man will einer Person 100% vertrauen können und nicht bei jedem Satz denken, ist das jetzt wieder wahr oder nicht? Wie anstrengend. Oh. Warte kurz. Oh nein, sie weint auch noch. Ob da vielleicht auch noch ein paar kleine Gefühle sind, schlummern, weiß ich nicht. Ist es Gloria? Gloria? Ja? Die beiden waren ja zusammen bei Temptation Island. Ich bin der Nico. Der Beziehungsstatus bei uns ist, wir sind noch, das heißt, ich bin verheiratet, noch nicht geschieden. Ey, da bei den beiden, ne? Ich muss wirklich sagen, und es tut mir auch leid, dass ich das sage, aber beste Entscheidung, dass die zwei sich getrennt haben. Das war so eine hochgradig schlimme Beziehung, das mit anzusehen, wie sie ihn immer niedergemacht hat und so. Die hat den beleidigt und der war eigentlich voll der Nette. Der hat so gar nichts gemacht und sie hat ihn immer fertig gemacht und so richtig, du bist ein Loser, Verlierer, Idiot, du bist so dumm und so. Also da habe ich mich echt ein bisschen gefreut, als rauskam, dass die getrennt sind. Aber getrennt. Wir haben uns in Sochi kennengelernt, am Partystrand. Und ich war innerhalb von einer Sekunde in den so krass verschossen. Ich war noch nie in einen Mann so verschossen, wie ich in ihn war. Es war so blitzverliebt. Also,
Das, finde ich, sagt so viel. Also sie findet seine wie er optisch aussieht, findet sie so krass. Ne? Sie hat sich sofort in ihn verliebt. Aber das Innere, das hat ihr nie gepasst. Sie wollte ihn immer, immer, immer ändern. Er war nie gut genug. Der tat mir wirklich so leid. Ich hoffe, das wird hier besser, ey. Und sie hat ein bisschen draus gelernt. Wir sind jetzt 2 Monate getrennt und ich habe ihn rausgeworfen. Also wir waren ja bei Temptation Island und dann ging's runter. Krass. Jetzt nochmal ein paar Ausschnitte aus Temptation Island, damit ihr wisst, was da, also zwar, wie sie so geredet hat über ihn. Er ist ein Stück Scheiße. Was hat er verfickte Scheiße nochmal zugelassen, dieses asoziale Stück, Alter? Er ist ja so geil mit seinen tollen Tattoos und seinem asozialen Tattoo auf seinem hässlichen Arsch. Krank, oder? Stell mal vor, jemand redet so über euch. Eine Person, die, wo ihr denkt, die liebt euch. Ich bin der Alex Petrovic. Oh, ich find's so verletzend. Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dumm ist er. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, ne? Pack alles zurück jetzt. Boah, alles wiegt mein Koffer. Der ist wirklich, glaube ich, traumatisiert von dieser Beziehung. Ganz ehrlich, weil sowas durchzustehen und dir jeden Tag sowas anhören zu müssen und immer niedergemacht zu werden, immer du... Also ihr habt ja gehört, was sie sagt. Ey, das macht doch so viel mit einem Menschen. Schämen solltet ihr euch. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, gell? Alles. Es wird brutal. Also ich habe auch ein bisschen Bedenken, jetzt hier zu sein, weil wenn ich ihn jetzt wieder sehe, mit seinen grünen Augen und dann mit seiner Art... Mit seinem hässlichen Tattoos und seinem hässlichen Arsch. Ganz ehrlich, er hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ich hoffe, er hat da wirklich einen Cut gezogen und gesagt, diese Frau nicht mehr in meinem Leben. Er hat wirklich tausendfach was Besseres verdient. Das ist so ein guter, so eine gute Seele. Du liebst ihn ja noch, oder? Das Problem bei ihr ist, ja, dass sie irgendwie ja schon, aber irgendwie ist halt, kann nicht eigentlich nicht mehr. Ja, okay, lasst es doch einfach mal. Bleibt getrennt. Da kommen sie mal bei mir an. Oh, komm. Carina ist witzig. Sandra, komm mal her! Komm mal her, dein Ex ist hier! Sandra, wollen wir hingehen? Na, nicht so wie so ein Pferd. Wie so ein Pferd. Ganz entspannt, so von wegen, oh, hab grad meinen Toast gegessen, du hier. Du bist ja extra nach Afrika gekommen, um mich zu sehen. Ich finde Sandra echt witzig, ne? Ich mag die auch, ich mag die so gerne. Ihr müsst mal gucken bei der auf Instagram oder ihren Instagram-Stories. Die macht so geile Stories. Die hat so ein Aquarium mit Fischen und... Die weiß einfach alles darüber, ne? Das ist so spannend. Ich habe keine Ahnung vom Fischen. Ich dachte, mein Fisch ist ein Fisch, ne? Den sitzt in ein Glas und fertig. Aber nein! Und dann macht die so Ableger und dann füttert die und die Reinigung. Das klingt jetzt alles so banal, aber das ist so heftig interessant. Interessiert mich einfach nicht mehr. Ach du Heilige. Geht der angeln oder was? Das ist dein Ex. Ich dachte jetzt auch, ich könnte stolzer sein. Und das ist einfach Temptation. Das brauche ich nämlich hier. Auf jeden Fall. Wirklich so, ne, wenn die so aussteigen. Wenn du dann deine Ex erstmal wieder siehst, dann willst du doch irgendwie so dich ein bisschen schick machen oder so, dass sie auch denkt, so boah, und nicht so halt mit deinem Ballermann-Outfit. Ja, ich glaube, das ist dem Kack egal. Der ist da für Promo, für seinen Assi, aber geil Song. Guck mal, sexy hat er noch als Kette, klar. Ehrlich sein, ehrlich sein. Was hat die an, ja? Der Typ, der so am cringesten und komischsten aussah und so am hässlichsten bestimmt aussah, hat aber die geilste Ex-Freundin so im Haus. Das war schon geil irgendwie. Ist aber Ex, ne? Ex. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie geil das ist, Giuliano. Hi, hi. Der so, hi. Ein Mann mit Eiern. Nicht. Dann gibt er so die Hand und dann dachte ich so, okay, Hand und Rücken vielleicht. Und dann war er aber so weg und ich stand so da und dann dachte ich mir nur so unangenehm. Voll unangenehm. Und bei denen? Also bei Gloria und Nico? Hey, okay. Auch unangenehm. Was war das? Dann hat er mir die Hand hingestreckt und ich dann auch kurz so, hi, und dann. Ja, gleich weg. Haben ja auch im Team Ehe nicht so gut funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktionieren soll. Ja, also gar nicht wahrscheinlich. Warum machen die da mit? Ich check's nicht. Das sieht schön aus. Aha. Boah. Er macht ihr ein Kompliment und sie sitzt da. Das spiegelt einfach alles wieder in deren Beziehung. Ach, Mann. Chill, Bro. Ich werde versuchen, mich auf die Spiele zu konzentrieren. Und wenn dann irgendwas nicht so klappt, wie ich das will, dann raste ich aus. Das ist nicht lustig, Gloria. Das ist absolut nicht lustig. Und absolut hier. Liebe Ex-Paare, bei Prominent getrennt stellt ihr euch eurer gemeinsamen Vergangenheit.
und damit vor allem den Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. Ach du Scheiße, was kommt jetzt? Michelle und Mark Robin, macht euch jetzt auf den Weg für eure Zeit zu zweit. Oh, nö. Schön, da freue ich mich. Vielleicht küsst ihr euch ja sogar. Vielleicht vögeln wir sogar. Du stehst halt auch für Sex, Mark Robin, ne? Ja, und? Kate ist so geil, wie die die ganze Zeit immer so fertig macht, aber ich glaube, der merkt es gar nicht. Wenn man dich halt sieht, dann denkt man. Sie hat dir eigentlich indirekt gerade ein Kompliment gemacht. Ja, du stehst halt für guten Sex. Dankeschön. Gut habe ich jetzt nicht gesagt. Aber es hat sie gesagt. Ich fühle mich halt immer noch sexuell zu ihm angezogen, hingezogen und wäre jetzt auch nicht abgeneigt, noch was mit ihm zu machen. Ja, gut, aber was soll ich dazu sagen, Melissa? Außer ich bin sprachlos. Ich habe mal so eine Frage. Bin ich hier irgendwie im falschen Format, oder? Was denkst du, was jetzt kommt? Keine Ahnung, aber bestimmt. Was stand da drin? Date? Nein, also es wird sicher irgendwas Unangenehmes. Vielleicht seid ihr auch bei so einem Paartherapeuten. Bei einer Beziehung, die durch ist so. Naja, vielleicht Fragen beantworten. Ich find's geil, wenn dann nochmal so ein paar Sachen rauskommen und alles nochmal so richtig geklärt wird. Da sind wir dabei, das ist prima. Rest in peace. Giuliano ist aber auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Also es muss ja einen Grund gehabt haben, dass Sandra mit ihm zusammen war. Bist du aufgeregt? Kein Meter. Echt nicht? Nee. Du hast aber auch gar keinen Bock, ne? Ja. Nee, die sieht aus, als hätte die wirklich absolut keinen Bock. Kein Bock, mit dem noch eine Sekunde länger Zeit zu verbringen. Die sind süß zusammen, oder? Ja, ich finde, die sollten es auch nochmal versuchen. Alle machen sich darüber lustig, ey. Ich liebe das. Hier habt ihr die Chance auf eine ehrliche Aussprache unter vier Augen. Die Karten helfen euch dabei. Lest sie vor und nutzt die Zeit, um euch gegenseitig die Wahrheit zu sagen. Um euch gegenseitig die Wahrheit zu sagen, ey. Geil. Ach du Scheiße. Warum hattest du zeitgleich mit mir und Malisa Sex? War der Sex mit Malisa besser als der Sex mit mir? Ey, das sind zwei Fragen in einer. Ich hoffe, es hat er verstanden. Also zu diesem zeitgleich, ne? Nee, einfach weil ich Single war. Und halt in der Situation Lust auf Sex hatte? Ich verstehe das nicht. Guck mal, jetzt sagt er wieder zeitgleich, ja? Das heißt ja, er hatte wirklich zeitgleich was mit den beiden. Saß dann aber da in dieser Runde mit den anderen und hat gesagt, da waren Monate dazwischen. Also wie soll man dem irgendwas glauben? Der ist mal hü mal hot. Sagt er jetzt bestimmt, weil Malisa da ist. Und er sich denkt, scheiße, das kommt vielleicht irgendwie nochmal raus. Ich vertraue dem einfach nicht. Der ist ein falscher 50er und wird er immer bleiben. Und besser war er mit dir. Und jetzt hat er noch gesagt, Michelle war besser im Bett, war so ein Cringe, Alter. Warum haben wir keine Cringe-Fahne? Die Pick-Me-Fahne, die sollten wir umbenennen in Cringe-Fahne. Ich habe hier leider keinen Stift. Das ist immer noch so unangenehm zu hören. Ach, Rom, das ist doch nicht schlimm. In der heutigen Zeit ist über Sex zu reden. Nee, da war ja jetzt keine Intime, was wie wo am Das meine ich nicht. Ich find's geil, wie er es voll falsch verstanden hat. Boah, man kann auch heutzutage über Sex reden, meine Güte. Also das andere. Also, ja, also ich finde, das macht man nicht. Was Michelle angeht, ja, bin ich definitiv ein Arschloch. Wenn ich für etwas in die Hölle komme, dann dafür. Dann dafür. Ich glaube, da gibt's noch ein paar andere Dinge, aber ist okay. Wirklich. Was muss ich tun, damit du mir verzeihst? Ich merke halt hier auch öfters mal wieder, dass du mich einfach zu sehr und zu oft gebrochen hast. Weißt du, wie schlimm das für mich war, dir das Herz zu brechen? Jetzt mal ehrlich. Wie schlimm das für ihn war. Wisst ihr, ich verstehe das. Und ich verstehe auch, dass wenn man fremd geht, dass es einem selber auch total wehtut. Weil man ja einer Person, die man liebt, das Herz bricht. Ja, aber sorry. Dann da immer wieder zu sitzen, ob es jetzt im Wiedersehen ist oder jetzt hier und zu heulen und sagen, weißt du eigentlich, wie schlimm das für mich war, dein Herz zu brechen. Das kann man sich einfach in den Arsch schieben. Ich wollte dir das nicht antun. Hast du aber. Mir tut's echt leid. Alles, was ich dir angetan habe. Wirklich alles. Michelle hat mir ein Reifenblatt gestochen, ja. Er hat mich daraufhin angezeigt. Du hast so eine Scheiße einfach nicht verdient. Das ist ja alles für mich einfach. Wirklich, ich hab dich so vergöttert. Und dementsprechend tut es dann halt auch weh zu wissen, genau diesem Menschen so sehr das Herz gebrochen zu haben. Aber wie geht denn mit Frauen um, die er nicht vergöttert? Wie so eine Malisa. Ah ja, haben wir ja bemerkt, er redet darüber, als wäre sie Schmutz. Du bist der tollste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. So, und jetzt wirklich, dass die Beziehung am Arsch ist. So, und dass ich dich nicht mehr meiner Seite habe, das geschieht mir recht. Oh! Da höre ich endlich mal ein bisschen Einsicht. Aber halt einfach dir das anzutun, das ist das, was mir einfach am meisten wehtut. Es tut mir so leid für sie. Wirklich. Es tut mir noch so leid.
würde dich schauen, dass du... Ach, Mann! Voll schön, sowas zu hören. Voll schön, sowas zu hören. Das weißt du! Das weißt du. Ich habe es dir zwar nie gesagt, aber das weißt du, Michelle. Jetzt tu nicht so. Ich habe hier gerade meinen Heulmoment. Nein, ganz ehrlich, er tut mir auch ein bisschen leid, weil es ist wirklich alles scheiße gelaufen, aber einfach seine Art und so, ne? Und jetzt auch parallel versuchen wir Lisa da wieder in die Pfanne zu hauen, weil er was mit ihr hatte und die ganze Situation einfach scheiße ist und dann er denkt, es ist einfach besser, schlecht über Melissa zu reden, um, was weiß ich, vielleicht wieder besser dazustehen oder sonst was. Einfach diese ganzen Moves, die gefallen mir nicht. Dieses Hinterhältige, dieses hinterm Rücken, das fickt mich. Ja, aber so hast du mir das noch nie gesagt. Ich hab dich damals vergöttert, das weißt du. Es hätte kommen können, was wollen. Ich hätte nie etwas über dich gestellt. Okay, check ich nicht. Was ist dann mit Laura, der Verführerin? Man sagt, Leute, die nichts auf dem Kopf haben, haben auch nichts im Kopf. Nie. Wie kann man so ein Wichser sein, so einem Menschen so etwas anzutun? Ja, das fragt sich ganz Deutschland. Mich hat so überrascht, dass ihn das immer noch so sehr mitnimmt und dass er sich einfach nicht verzeihen kann. Ja, aber die Kameras laufen doch auch, Michelle. Was denkst denn du? Was ich mir prinzipiell wünschen würde, einfach, dass wir uns verstehen. Ich verstehe das 100%, wenn du sagst, nee, komm, sorry. Es geht nicht, dann verstehe ich das wirklich. Aber wenn ich mir was wünschen darf, wer ist das? Der will das nur Stufe 1. Habt ihr noch in Erinnerung, dass der Folge 1 meinte, ich muss mich einschleimen, richtig einschleimen. Das sind jetzt seine Stufen, das ist das Einschleimen. Das ist wieder Manipulation, glaube ich. Also, der will, dass die sich wieder gut verstehen und dann will er wieder zack zugrapschen und sich Michelle klar machen. Ich hoffe, sie sagt da nein. Ganz gefährlich. So eine Raubkatze, so wow. Oder wie so eine Kobra. Wir schauen einfach, was die Zeit hier bringt. Schauen einfach, was wird. Wie sich's einfach verläuft. Mal zurück. Ja, und dann Sack nehme ich mit. Dafür, dass das jetzt mitmachen muss. Dafür, dass ich das jetzt mitmachen muss. Du meinst, wie für Michelle ist einfach nochmal über diese ganzen Sachen zu reden, dass die Wunden wieder aufgerissen werden, ey. Der kapiert's einfach nicht. Der kapiert's nicht. Würde auch nicht. Oh Mann, ey. Ich habe so viel Wut in mir getragen, was ihn betrifft. Und jetzt durch dieses Gespräch ist dieser Hass einfach, der ist diese Ballast auf meinen Schultern, die ist einfach weg. Sie ist einfach weg. Und es ist für mich irgendwie ein richtiger Seelenfrieden. Ich finde das krass. Weil ich hätte eigentlich schon erwartet, dass die irgendwann nochmal so offen, wie sie jetzt darüber gesprochen haben. Hätte ich wirklich gedacht, weil die ja auch so lange zusammen waren und so. Aber Pustekuchen war alles nicht. War jetzt erst das erste Mal. Wow. Ich bin gespannt, wann die gleich wiederkommen, was die zu erzählen haben. Mhm. Hab ein bisschen Panik. Du? Mhm. Warum? Naja, ungeklärte Fragen. Vielleicht kommen da ein paar Sachen raus. Was kommt denn da raus? Sag doch mal bitte. Es würde mich jetzt voll interessieren, weil ich glaube auch, der hat noch ein paar Geheimnisse, von denen wir nichts wissen. Keine Ahnung. Also dein Name wird auf jeden Fall dabei sein. Das ist 100.000%. War ja die letzten Tage schon so. Irgendwas war halt da. Mehr als nur so Freundschaft plus. Da waren halt auf jeden Fall Emotionen. Ja, und dann haben die gecuttet. Und ich glaube, sie sagt, für mich. Aber es steht jetzt so, als wäre es vielleicht für beide. Ich finde das ein bisschen schwer, ob es jetzt wirklich nur Melissa so gesehen hat oder beide. Ich finde ihn halt hot noch, ne? Ich kann nichts dafür. Das ist irgendwie einfach da. Ich finde es wirklich krass. Ich finde ihn einfach attraktiv. Aber ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich in der Gegenwart von Michelle mit ihm rede oder so. Also wisst ihr, warum ich das so krass finde? Weil wenn man noch im Fernsehen gesehen hat, was er mit seiner Alten abzieht oder wozu er überhaupt fähig ist, wie kann man so jemanden noch attraktiv finden? Das verstehe ich nicht. Also menschlich gesehen, da weiß man doch, worauf man sich da einlässt. Warum sollte er bei dir was anderes machen? Ich finde es wunderschön. Weil sie halt da ist, es ist so, ich spüre ihre Blicke und es ist eklig, das Gefühl. Ja. Mark Robin, ich habe einfach guten Sex. Kommt jetzt ein Film oder was? Das ist so komisch, ich kann es gar nicht erklären. So. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe nichts Falsches gemacht. Er war Single. Ja. Ist so. Michelle, ich möchte mich nicht mehr hier streiten mit dir. Ja, guck mal. Es werden bestimmt noch 1, 2, 3, 5 Punkte kommen, wo es Diskussionen gibt. Mhm, der warnt sich schon mal vor, da wird noch mal was kommen. Vielleicht auch mit Melissa, vielleicht habe ich da doch nicht ganz die Wahrheit gesagt. Bleib mal hier stehen. Wo es ja. Diskussionen gibt, ich möchte mich hier nicht mehr streiten. Ich möchte mich auch nicht mit dir streiten. Guck mal, ich würde jetzt sagen einfach, wir haben im Grunde genommen alles geklärt. Wir fangen jetzt einfach hier ab neu an und rocken das. Scheiße. Aber Michelle, bitte keine Gefühle zulassen. Bitte kein Liebes-Comeback.
Mir schlottern die Knie. Wenn wir jetzt rausgewählt werden, bin ich richtig sauer, weil jetzt gebe ich Gas. Na gut, dann gib auch Gas. Ich will euch ja noch ein paar Runden sehen. Aber nicht, wenn es ein Liebes-Comeback gibt, wie gesagt. Du sagst mir am besten gar nicht, was ich zu tun habe, ansonsten raste ich gleich aus. Ich glaube, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Hör auf. War zu geil, oder was? Ey, das finde ich krass, dass sie sowas noch nie in ihrem Leben erlebt hat. Erinnert sie sich nicht mehr an Temptation Island? Aber gut. Wir hatten ein klärendes Gespräch mit Karten, wo Fragen drauf standen. Wir haben beide geweint. Ihr habt beide geweint? Geht's euch jetzt besser als vorher? Nee, mir geht's jetzt richtig scheiße. Oder schlechter? Mir geht's wirklich besser. Warum geht's Mark Robin scheiße? Dem müsste es doch jetzt auch besser gehen, wenn er doch sieht, dass es Michelle besser geht. Warum will er jetzt wieder das Opfer sein? Jetzt bin ich wie leer einfach innerlich. So mir heute aber keiner mehr auf den Keks gehen. Also wenn heute irgendeiner irgendwas von mir will, können es nämlich alle am Arsch legen, wirklich. Ich verstehe das nicht. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass er jetzt wieder, also das war jetzt eine Chance, komplett mal die Wahrheit zu sagen, und er hat es wieder nicht gemacht. Und deswegen fühlt er sich jetzt auch so schlecht. Irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Weiß ich auch nicht, wieso. Weil er müsste sich doch jetzt eigentlich freuen, dass es endlich so eine krasse Aussprache gab, dass Michelle sagt, komm, wir starten jetzt bei Null. Das ist doch das, was er immer gewollt hat. Was soll ich dir sagen? Ich glaube irgendwie, dass Melissa da ein Problem mit hatte. Hast du gesehen, wie sie geschaut hat? Schätze sie einfach als sehr falschen Menschen ein. Und ich möchte mit ihr auch nichts zu tun haben. Es tut mir irgendwie leid. Weil sie kennt Melissa nicht und ich weiß es nicht. Es sind so Vorurteile gegen die. Das muss doch nicht sein. Lern sie doch erstmal kennen. Aber hast du mal mit Michelle so geredet? Ja. Und wie versteht ihr euch? Wir verstehen uns gut. Meinst du? Ja. Also ich habe nichts gegen sie. Also ich habe alles okay. Die kommen niemals wieder zusammen. Mann, hör auf jetzt. Wir sind gerade angekommen. Kannst du ja, uns interessiert mich ja trotzdem. Pisse. Warum darf es nicht sein? Die kommen niemals wieder zusammen. Hallo? Schon. Melissa steht auf Mark Robin, immer noch. Sie mag ihn sehr, sehr. Wenn was kommen sollte, dann kommt es hundertprozentig von ihr. Nicht von ihm, weil wer will sowas wie Melissa, die ist so unsexy. Also ich glaube, Fabio hat da auch einen richtigen Roll, muss ich echt sagen. Und ich finde es scheiße. Nee, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie, man spürt das, oder? Man spürt das, dass da was ist. Ich von ihm. Salute! Okay. Herzlich willkommen, Leute! Mach Sandra 3 ernst gemeinte Komplimente. Die spielen jetzt Wahrheit oder Pflicht. Es ist Abend. Okay, warte, ich muss kurz überlegen. Alter, was gibt's da zu überlegen, hä? Tipp den Arsch, alles ist ja da, so weißt du, was ich meine? Was gibt's da zu... Na, ich muss ja die drei... Ich muss ja die drei richtigen. Ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, was da kommt. Es gibt ja mehrere, ja, deswegen. Schon sagen. Kompliment 1 ist auf jeden Fall, ich finde, du bist mit Abstand einer der natürlichsten, schönsten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Hä, das check ich nicht. Mit Abstand? Du bist mit Abstand einer der. Aber süß. Oh. Von der Natürlichkeit. Ohne Scheiß. Ist süß. Also ist wirklich so. Danke. Dann Nummer 2 ist auf jeden Fall, du bist mit Abstand auch die, das sind jetzt so zwei Sachen, so die hilfsbereiteste und so die, der mein Wohlbefinden mehr am Herzen liegt wie ihr eigenes. Und Punkt Nummer 3 ist, dass ich halt so komplett so ich sein kann bei dir. Mann, das sind voll die schönen Komplimente, Giuliano. Wo kommt denn das her? Vor allen Dingen das Letzte. Oh. Schön. Also so. Schön. Aber waren so sehr tiefgründige Punkte, muss man sagen. Also ich hätte nicht besser kommen können, ehrlich. Das mache ich auch ernst. Ja. Schön. Ich weiß. Es wäre dann halt schön, wenn dann darauf, dass er das sogar weiß und erkannt hat mittlerweile, dass er dann auch irgendwann sich dementsprechend verhält. Krass, die hat auch noch Hoffnung, dass die zusammenkommen, oder? Klingt so ein bisschen so. Schau mal, Fabio, ich glaube, Fabio ist, los. Der hat voll Bock. Gib mir Pflicht, komm schon. Ja, sehr gut, Fabio. Ja, wir machen. Ich gebe dir nur einen kleinen Tipp. Der war mal Stripper. Ja, das, da bin ich ja, oh, das hat er mir doch erzählt. Nein. Du musst jetzt nein. eine Frau meiner Wahl nein. nehmen und vor der alles zeigen, was du kannst. Nein. Ja, dreimal dürft ihr raten, wen Gustav da auswählt. Carina, check ich nicht. Das ist doch, guck mal, das ist so selbstzerstörerisch. Er sagt, er war so eifersüchtig, weil sie irgendwie ihren Arsch an irgendwelchen Männern gerieben hat. Will jetzt aber wieder mit seinen eigenen Augen sehen, wie sie da angestrippt wird und bla bla bla. Also da, das ist doch irgendwie komisch, oder? Aber es ist auch so ein typischer Move. Weil dann jetzt kriegt er wieder so Hass auf die und so. Und dann kann er sich auch wieder ein bisschen fertig machen. Da steht er drauf. No rest, no fun, es tut mir leid. Sehr gut. Oh! Die hat irgendwie
schöne glitzernde Augen und so. Ich glaube, sie hat's gemocht. Warst du mal beim Optiker? Das war ein wilder Trip, habe ich rausgeschnitten, weil zu wild. Ich liebe Wahrheit, oder? Ist genau dein Ding, oder? Ich liebe es. Ja, also ist natürlich sexy, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, so stehe ich drauf. Es tut scheiß weh, Mann. Stehe ich gar nicht. Ist doch total reizend, anreizend, erregend, wenn ein Mann so eine Frau anstrippt. Also ich verstehe das ja voll, ne? Ich kann schon wieder nicht reden, ne? Aber ich verstehe es voll. Es sei denn, Channing Tatum wird mich da anstrippen. Da sage ich nicht nein. Und die Frau denkt sich, oh mein Gott, ich kann voll bei ihm kommen, wenn ich Sex mit ihm hab. Und du Zitter. Ja. Wen nehme ich denn? Malisa! Du bist dran. Nehmen Sie. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Mit welchem Promi hattest du den besten Sex? Alter. Oh, das kann ich nicht sagen. Na doch. Wahrheit, Alter. Der Beste ist doch. Doch. Guck mal, wenn die alle so richtig. Doch. Ey, ist Wahrheit, Alter, ne? Die wollen schon, dass sie das jetzt sagt. Die wissen auch, worauf es hinausläuft. Hä? Hey, aber stopp mal, warte mal. Der Beste, der ist ja, das ist ja nichts Schlimmes für den. Ja, dann mag Robin. Boah, krass, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Als ob. Das ist halt unnötig. Also wirklich unnötig. Ich finde, das ist das perfekte Wort dafür. Unnötig. Du stehst halt für guten Sex. Dankeschön. Warum ist das unnötig? Das ist doch genau das, was du hören willst. Es passt dir nur jetzt nicht in den Kram, weil wegen Michelle. Ach, der tut doch jetzt nur so. Hätte man sie richtig sparen können. Ich fand's halt richtig unangebracht. So. Man kann auch anders antworten, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. So. Aber ich glaube, sie antwortet schon gezielt, weil sie ganz genau weiß, was mit dieser Antwort gemacht werden könnte. So. Wieso? Sie antwortet einfach, wie sie antwortet. Wenn der Fabio sitzen würde und Marc minus Robin, ich habe mit beiden gebumst und das sind die einzigen Promis, mit denen ich jemals was hatte. Ah, die Arme. Natürlich würde ich dann auch den anderen sagen und nicht meinen Ex-Freund, der sagt, ich bin so unattraktiv und alles, ich bin alles außer sexy und ich bin so dick und kriegt da keinen hoch. Dem werde ich doch ganz sicher nicht diesen Credit geben, von wegen, ich hatte bei dem guten Sex, wenn es auch absolut gelogen ist. Klar gebe ich dann dem anderen den. Das ist doch völlig logisch. Ist so. Unangenehm. Ja, sagst du selber. Geh lieber aber. Geht's weiter jetzt? Fabio, hast du keine Lust mehr? Ja, für Fabio war es jetzt schon vielleicht der Niedrige. Ja, sorry, Fabio. Du weißt es doch. Du sitzt doch selber in den Interviews und redest ganz offen darüber, dass euer Sexleben scheiße war oder nicht existent. Aber das sieht. Also. Das macht mich rasend. Ach so, warte mal, das habe ich ja gar nicht gedacht, Digga. Ja. Ich glaube auch, was sie so am wütendsten oder am traurigsten macht, ist einfach, dass sie ganz genau weiß, was ich für einen Stellenwert bei Marc Robin habe. Und dass sie diesen Stellenwert wahrscheinlich niemals erreichen wird. Ich glaube, es geht nicht um dich und Marc Robin, sondern um die Beziehung zwischen Malisa und Fabio. Für die geht es halt wirklich nur darum, ne? Die sind alle gebrainwashed von Marc minus Robin. Das finde ich krass. Die arme Malisa. Muss das hier sein? Lügen? Für mich ist es nichts Schlimmes. Du bist so ein Trottel. Ich finde das aber nicht schlimm. Mann, die anderen stellen doch auch alle so komische Fragen und Antworten. Du saßt neben dieser Frau. Die saß nicht neben Michelle. Aber gut. Ja, für Michelle ist vielleicht scheiße, aber es ist doch ihr Wahrheit oder Pflicht. Soll sie lügen? Soll sie Fabio sagen und sich selbst dann scheiße fühlen? Also, nee. Nee. Ich habe doch mit dieser Frau aber nichts zu tun. Damit hast du dir gar keinen Gefallen getan. Fabio, mein Gott, ja, weil ich ehrlich war, dann ist es halt so. Es hat mich verletzt. Genau, das ist nämlich der Punkt. Es hat ihn verletzt, weil sie nicht Fabio gesagt hatte. Sie hätte lügen sollen. Einfach für sein scheiß Ego. Aber dass er da in den Interviews sitzt vorher und sagt, sie war nie mein Fall, körperlich, und da konnte ich keinen Zauber machen mit Sex, weil ich finde die unattraktiv, das ist okay. Das ist absolut okay. Aber warum denn? Weil du so ein Trottel bist. Ja, aber du weißt doch selber, dass unser Sexleben jetzt nicht so der Burner war. Sie liebt irgendwie diese Aufmerksamkeit so sehr, dass egal was dann kommt, es muss sich um sie drehen. Ich finde das. Man spürt, da spricht ein verletztes Ego, oder? Also lass die Kirche doch mal im Dorf. Die spielen hier weit oder Pflicht. Sie hat geantwortet. Punkt. Wir passen einfach nicht zusammen. Es funktioniert einfach nicht. Ja, und? Weißt du, dass Malisa Fame geil ist, das steht außer Frage. Natürlich ist sie Fame geil. Aber Fabio ist nicht Fame geil, ne? Wir können ja mal überlegen, wer war denn jetzt in mehr Formaten? Hm. Ah ja, Fabio, Are You The One? Jetzt ist er in so einer Dating Naked Show, wo er da so eine Art Bachelor ist.
Aber Malisa ist Filmgeil? Also vielleicht sind sie es beide, aber da kannst du nicht da stehen oder sagen, ich kann echt nicht reden heute, kannst du nicht da stehen und sagen, ja, die ist Filmgeil und bist selber kein Zentimeter besser, Junge. Wer im Glashaus sitzt, sollte sich im Dunkeln umziehen. Aus Respekt dir gegenüber sage ich nicht die Probleme, die wir bei Sex hatten. Ja. Weil sonst, wenn ich die sage, dann mache ich sowas von fertig. Ja, ja. Dann sage ich die lieber nicht. Wenn ich loyal bin. Fabio, fuck mich jetzt nicht ab, Alter. Ja, geh weg. Fuck echt nicht ab. Du bist überhaupt nicht loyal. Du hast es vorher ganz klar gesagt in den Interviews. Und doch bei Temptation Island hast du es immer wieder gesagt. Also ich bitte dich. Wolltest du noch Verständnis von den Leuten? Digga, ja. So, jetzt ist hier aber auch gute Nachtzeit. Willst du mich ein bisschen massieren? Ich dich massieren, Alter. Ja, fragen kann man ja. Die ist hammerhart, ne? Fragt die den jetzt echt noch? Kannst du mich massieren? Kein Skrupel. Muss ein bisschen, weißt du? Ja. Der Arme. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Grüß dich, hallo. Zeit, dass du dich änderst. Ich mich? Du solltest dich ändern. Spaß. Naja, vielleicht beide, aber Gloria sollte sich auf jeden Fall ändern. Mach den Arm unter du stimmst. Das ist spannend, ich verstehe nicht. Was laberst du denn einfach? Wenn das andere Leute wissen, ist ja. Was laberst du? Ich schwieg gut an. Wie kann man denn schon wieder so niedermachen? Mach den Arm unter, du stinkst, das ist ekelhaft, das ist ekelhaft. Ich finde das krass. Er tut mir richtig, richtig leid. Obwohl ich nicht mal 100% weiß, was bei dem alles abgelaufen ist, aber allein nur hier anhand der Attitüde, wie das so, was da so in der Luft liegt, der Junge tut mir brutal leid. Mir auch. Und die merken das auch alle, ey. Ist peinlich. Und wisst ihr für wen? Für Gloria. Die ist peinlich, nicht Nico. Boah, ekelhaft. Das ist für mich schon heftig, ja. Ich glaube, ich schlafe in Karinas Zimmer. Steht da auf Karina oder was? Ja, neues Raumpaar sehe ich da auch schon in Kam. Sehr idyllisch hier, ne? Schauen wir mal, wie lange noch. Ja, was esse ich jetzt? Es gibt noch Rührei. Nee. Die können auch mal reden, die beiden. Ich glaube, die würden sich gut verstehen. Die Stimmung ist halt sehr unangenehm und ich merke das und ich mag das nicht. Ich fühle mich dann so unwohl. Man spürt so diese negative Energie in der Luft. Mich nervt es einfach mittlerweile. Und ich wäre am liebsten wirklich gerade nicht mehr hier. Ja, und warum habt ihr beide dieses Problem? Wegen Mark minus Robin. Setzt euch einfach hin, sprecht euch aus. Ich glaube, dann ist auch alles gut. Also Malisa würde halt gerne mal mit dem bumsen, aber mehr will die auch nicht von dem. Und du willst ihn doch auch nicht mehr, ist doch okay. Wir wollen einfach mal so bei so einem Porno einfach dabei sein. Wirklich? Okay. Ja genau, und da wollen wir uns zum Beispiel hinsetzen und wetten dann, wer zuerst eine Latte kriegt, Digga. Okay. Verloren, verloren, verloren. Random, aber ganz schön speziell. Hä, hey, was ist das denn für eine dumme Scheiße? Dann sitzt man da und alle nackig und dann guckst du so. Ha, du! Macht man doch mit 15 vielleicht. So, jetzt ist ja aber Zeit für die Challenge, weil die, die neu gekommen sind, die müssen ja jetzt auch noch dieses Spiel machen, was alle anderen schon den Tag vorher gemacht haben. Wenn sie ausrastet, ja, das kann ein Problem auch werden. Dann stell dich einfach nicht dumm an, dann raste dich nicht aus. Genau, stell dich einfach nicht dumm an, weil du bist ja so dumm. Ich weiß gar nicht, wachsen meine Möpse zu viel? Ich vielleicht doch eher einen anderen BH anziehen soll. Ich find's gut, dass Nico gar nicht mal guckt, das juckt den gar nicht mehr. Mir doch scheiße gab, deine Möpse wackeln oder nicht, Alter. Willst du lesen? Ich heule gleich jetzt schon. Nee, bitte nicht heulen, komm. Ihr wisst, ne, das ist dieses Spiel, die Leiter hoch, Fragen beantworten und oben nochmal Pantomime. Komm. Willkommen beim Spiel, du lieber Himmel, ist das hoch. Kannst du Leiter klettern? Keine Ahnung. Kannst du Leiter klettern, weil du kannst ja überhaupt nichts. Was ist der dritte Vokal im Alphabet? A-I-O-U, A-E-I, I. Wow. Ist das C? Bin ich jetzt doof? Ja. Ja. A-E-I. I. Juliane weiß es. Ich glaube, der macht noch ein bisschen auf Verona Pot, ne? Das wäre so ein bisschen dumm, dass die Leute den unterschätzen, aber eigentlich ein bisschen Grips hat er. Korrekt. Was ist das dritte Vokal im Alphabet? So, jetzt versteht mal die Frage, wenn Muttersprache ist sowieso nicht Deutsch von euch und dann kommt einer und sagt, was ist das dritte Vokal im Alphabet? Also wer das nicht beantworten kann, ist einfach strohdoof. Z. C! Mein Gott, C! Es ist nicht C, Gloria. Es ist nicht C, erstens. Und zweitens, dass der Z und C vertauscht, finde ich absolut nicht verwerflich. Der dachte halt A, B, C.
Wie gesagt, Deutsch ist nicht seine Muttersprache. Woher soll er wissen, was ein Vokal ist? Und Gustav weiß das auch nicht. Und sie schreit ihn jetzt an, weil sie weiß es ja alles besser. Es ist C. Es ist nicht C. Es ist verfickt nicht C. A, B, C. Was ist los mit dir? A, B, C. Er sagt Z. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Wie kann man das nicht wissen? Das war eine geschenkte Frage. Es war ein geschenkter Punkt. Ja, und du hättest es falsch beantwortet. Das ist brutal provokant. Der war geschenkt. Den kann man ausscheißen, so geschenkt war der. Und es reicht nicht. Es reicht nicht, ihn jetzt auf der Leiter da fertig zu machen. Sie muss ihn auch jetzt noch im Nachhinein im Interview fertig machen und ihm wieder das Gefühl geben, du bist einfach zu dumm. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Gliedmaßen hat ein Mann? Ja, ich hoffe eins, ne? Krass. Bist du eigentlich dumm oder was? Wie dumm bist du eigentlich? Alter, bin ich so dumm oder was? Ich glaube, ja. Zwei. Oh. Fünf. Wie fünf, Gloria? Alter, der hat zwei Arme und zwei Beine und das sind vier. Hey. Ich finde das so schlimm. Sie ist selber nicht schlauer oder sonst was, aber nimmt sich das Recht raus, ihren Partner da so fertig zu machen. Wir wollen den Leuten auch zeigen, wie es richtig geht. Ich habe an den Pimmel gedacht. Ja, bei dir ist natürlich lustig. Sie hat an den Pimmel gedacht. Aber wenn Nico was falsch sagt, da gibt's nichts zu lachen. Scheiße. Ja, manche Männer kann man es echt als Gliedmaß zählen, aber bei manchen halt auch nicht. Bei manchen halt auch nicht. Guck nochmal rüber. Vielleicht hat Nico jetzt nicht das größte Stück. Schön nochmal rein. Schön. Du musst schneller sein. Halt die Schnauze, geh nach oben. Wie kann man so sein? Let's go. Sei doch leise. Isa, bitte kletter. Ich habe keine Kraft mehr, warte kurz. Schatz, du musst klettern jetzt, ey. Sag mich immer, Schatz zu mir, ich bin nicht dein scheiß Schatz. Guck mal, ich finde das aber so ein gutes Beispiel. Du hast auf der einen Seite eine Gloria, die ihren Nico anschreit mit Schimpfwörtern und voll aggressiv. Und dann Melissa und Fabio, sie will auch nicht jetzt die ganze Zeit von dem gehetzt werden, aber kann wenigstens noch mal normal reden. Klar schreit die ein bisschen rum, aber beleidigt nicht direkt. Ja, dann, wie du mich, Lisa, kletter bitte. Ich muss vorlesen, warte. Ich weiß. Ach du Scheiße, was sind das für dumme Namen? Also, hör zu, lass dich von den Namen nicht orientieren. Okay, lass dich von den Namen nicht orientieren. Das Ding ist halt erstens, was soll das bedeuten? Keine Ahnung, die meint wahrscheinlich irritieren, ne? Wie soll der das verstehen? Der denkt orientieren, das ist doch das Wort. Wie soll er sie verstehen, wenn sie nicht mal in der Lage dazu ist, die Fragen richtig vorzulesen? So, jetzt ist diese Frage so aufgebaut, dass es wichtig ist, sich die Namen zu merken, um dann die Antwort geben zu können. Sie sagt aber, lass dich davon nicht orientieren. Bei einem Wettrennen läuft Frau Schwengelmolch schneller als der Schwabbelhals. Aber nicht so schnell wie Herr Brommelmann. Ja. Frau Schwippmaler, ist eine neue, läuft am langsamsten von allen. Wer belegt Platz 2? Was ist das für ein Name, Alter? Nennt ihr den Namen, wie sie heißt. Bei einem Wettrennen läuft Frau Schwengelmolch. Schneller als Herr Schwabbelhals. Aber nicht so schnell wie Herr Bommelmann. Wie heißt jetzt die Frau? Frau Schmeckelheuch. Alter! Alter, wie kann die denn so aggro sein? Was ist das für ein Name? Den kann ich mir auch nicht merken. Und ich spreche Deutsch als Muttersprache. Mir glaubt doch kein Schwanz, Mann. Frau Schwengelmolch! Frau Schwengelmolch! Sehr gut gemacht, Baby. So, das Spiel ist jetzt vorbei. Wir gucken mal, wie die Paare wieder miteinander umgehen. Ich sag die ganze Zeit Paare, ne? Sind gar keine. Also, ich hab mir ja vorgenommen, ich will dich eigentlich gemacht? Anschreien, ne? Aber, hast du dir vor? Aber du hast es wirklich gut gemacht, ohne Scheiß. Das Ding ist, der denkt halt, es ist ein Witz, ne? Ich glaub dem das aufs Wort, dass der Carina da wieder fertig machen wollte. Ist nur blöd gelaufen, weil die wusste auf jeden Fall mehr als er. Er war hier der Dumme. Schade. Denk jetzt aber nicht, dass da irgendwas aufblüht, ne? Das wird nicht passieren. Also, bevor ich nochmal mit dir zusammenkomme, ja. Nehme ich einen Esel. Friert die Hölle zusammen. Ja, ich hoffe, das ist auch beidseitig. Carina, nicht nochmal mit dem. Du nervst einfach nur. Und du nervst einfach nur und drückst den da weg. Also, wir sind wieder komplett in unsere alten Muster gefallen. Ich habe die Führung übernommen, war die maskuline Energie. Der hat auch versucht, die Führung zu übernehmen und dich zu motivieren und zu sagen, komm weiter, komm weiter. Du hast dann nur direkt wieder rumgeschrien und ihn beleidigt. Und natürlich hält man dann irgendwann die Schnauze. Er dann wieder die feminine Energie und... Genau, ich bin immer die Beste, ich bin die Leute. Was für... Hey, was hat denn das jetzt wieder was für Bessie zu tun? Es geht um die maskuline und die feminine Energie. Das hat gar nichts mit irgendwie... Doch, es hat was damit zu tun, weil du dich jetzt wieder besser darstellst. Dass du ja die Führung übernehmen musstest. Weil er ist ja nicht fähig dazu. Natürlich hört es sich dann wieder so an, ja, ich bin ja die Bessere von uns zwei. Was soll das jetzt schon wieder? Alter.
Ja, wenn diese Frau hat, nicht entspannt sein. Ich bin nicht ich, wenn ich neben dir sitze. Glaube ich, weil alles, was du sagst, wird dir sofort diskreditiert. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir doch einfach mal, greifen wir mal auf, ich bin in eine Gefängnis. Erzähl mal, was ich bin in eine Gefängnis heißt. Komm. Wie die das schon sagt, ich bin in eine Gefängnis, ne? Weil er vielleicht nicht weiß, dass das heißt, ich bin in einem Gefängnis. Was ist das dritte Vokal im Alphabet? Die provoziert so hart, Alter. Was laberst du denn? Bei Temptation hast du doch gesagt, hast rumgeflannt, ich bin in einem Gefängnis bei Gloria. Du hast rumgeflannt. Dem ging es einfach richtig schlecht. Der hat da Bilder bekommen, wie sie die ganze Zeit so schlimm über ihn redet und so, ne? Mhm. Ja. Erzähl. Ja, weil du mich Null genannt hast und die Loser genannt hast. Ja, weil du keinen Bock hast zu arbeiten, weil nichts geklappt hat. Es gibt nicht, ja. Das Gefängnis war nicht das Gefängnis an sich, sondern das Gefängnis war das Hamsterrad. Einfach mit arbeiten, ja. Dass man gucken muss, dass es einfach läuft und man Geld verdient und sein scheiß Leben unterhalten kann. Nein, du bist das Gefängnis gewesen. Ich glaube, sie will uns das jetzt so verkaufen von wegen, damals bei Temptation Island meinte der nicht unsere Beziehung. Der meint, der ist ja so dumm. Ne? Der hat Gefängnis mit Hamsterrad verwechselt, aber er meinte die ganze Zeit ein Hamsterrad. Ich verstehe ihn ganz genau. Er meint die Beziehung mit dir, diesen Druck. Dieses hat er doch gerade selber gesagt, dass sie sagt, er ist ein Vollidiot und er ist ein Loser und sowas alles. Und sie will es jetzt aber trotzdem für sich gut darstellen. Also... Hallo? Du machst nichts, du fängst tausend Sachen an, hast nie irgendwas zu Ende gemacht. Wer hat das gesagt? Du? Es ist doch so! Stell dir mal vor, da sagt einer über euch im Fernsehen sowas. Das ist schon wieder nett. Du stellst mich warum hier heulst denn jetzt? Wie dass ich scheiße bin, Alter. Wieso? Hat die jetzt gerade gesagt, warum heulst du denn jetzt? Alter. Du kannst nicht jemanden Null oder Loser nennen, egal was man macht. Ich hab's gesagt, weil du keinen verfickten Job machen wolltest. Das ist nicht. Keinen verfickten Job. Boah. Einfach zu krass, Mann. Einfach zu krass. Er tut mir so leid. Das sind die Geschichte von 2,5 Jahren. Ja, guck mal, genau, wo ich jetzt bin, weil ich es alleine geschafft habe. Nicht mit dir, alleine. Nicht mit dir. Doch, ich, warte, mit von, ich bin von diesem Gefängnis weggegangen und ich habe alleine geschafft. Hamsterrad! Genau. Ich will nicht mehr reden. Ja, ich würde auch nicht mehr reden wollen, Alter. Boah, ich könnte echt heulen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Jetzt weine ich, hallo. Ja, kurz. Ist alles okay. Warte kurz. Das ist so schlimm. Das ist einfach so schlimm. Und sie sagt noch, hallo, jetzt wein nicht. Lass ihn doch weinen. Wieso musst du dich da jetzt hinsetzen? Lass den armen Jungen doch mal in Ruhe. Wünsche ich so niemandem. Warte kurz. Tut mir leid. Aber ich glaube, wir müssen echt drüber reden. Warte, also dieses tut mir leid. Aber da müssen wir echt drüber reden. Schiebst dir den Arsch. Hallo. Ja, ist okay. Warte kurz. Nur, dass ich heiße, ich wein nicht. Das geht von selber. So. Guck mal, sie respektiert überhaupt nicht seine Grenzen. Sie fasst ihn am Arm an. Er zieht den Arm weg. Er sagt die ganze Zeit schon, warte kurz und bla und bla. Und ne, sie bleibt da sitzen. Hallo, jetzt weine ich. Hallo, wir müssen darüber reden. Mach wieder Druck ohne Ende. Was machen wir einfach zu schaffen? Ich kann einfach nicht mehr. Ja, es war zu viel alles. Jetzt ess ein bisschen, okay? Ja. Ey, das sah aus, als hätte er voll gezittert, ne? Ich weiß nicht, ob er das da von seiner Gabel abschütteln wollte oder ob der schlottert wie sonst was. Wie ist ein Laub? Schmeckt. Hallo. Ich hab keinen Kalt, ich will nicht mehr diskutieren. Ja, und guck mal, schmeckt's. Hallo. Er will einfach gerade nicht reden. Wieso kann sie das nicht akzeptieren? Ja, aber man muss ja auch mal diskutieren. Ich kann nicht mehr diskutieren. Das ist auch nicht diskutieren, was da passiert, wenn einer dir so in die Fresse schreit, Alter. Das ist nicht mehr diskutieren. Hier, Mann. Warum nicht? Weil ich nicht mehr kann. Warum? Weil du komplett spinnst, Gloria. Wie du mit ihm redest.
Deswegen, kein Mensch hat das verdient, so behandelt zu werden, Alter. Und sie, warum? Sie checkt das gar nicht, ne? Für die ist normal. Weil es zu viel war. Ich lasse dann, das sehe ich später. Manchmal denke ich mir, besser, dass ich das wusste. Besser, dass ich sie nie kennengelernt habe. Ohne Spaß, dass sie das wusste, dass es so alles wird. Dass wir einfach später, ein paar Jahre später, so viel streiten werden. War das echt traurig. Das ist echt traurig, dass er so denkt, ne? Aber ist auch sehr bezeichnend. Das Wasser schmeckt nach Fisch. Boah, das ist einfach wie so einem schlechten Film. Also in dem Film, wo man die ganze Zeit noch heult. Jetzt kackt die den schon wieder an wegen dem Wasser. Was kann der denn dafür, dass das Wasser nach Fisch schmeckt, Alter? Nee. Aber ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht. Eine Sache hat er gesagt, und das hat mich ein bisschen gefreut, dass er, seitdem die jetzt nicht mehr sind, ja ganz gut klarkommt mit seinem Leben. Und er schafft es auch alleine und so. Und das ist doch immer das, was sie an ihm so ankreidet. Er schafft ja nichts, er ist ja nichts. Er kann ja nicht mal einen Job finden und bla bla bla. Aber es scheint ja zu funktionieren ohne sie. Vielleicht ist sie einfach das Problem. Weil wenn du immer klein gehalten wirst von den Leuten, ne, ist es auch schwer, da rauszukommen. Oder an sich selbst zu glauben. Man glaubt ja irgendwann das, was diese Person immer sagt. Ja, schon hart. Stefanie und Silva, ihr habt die meisten Fragen richtig beantwortet. Ja! Der Endstand lautet 11, 10, 9, 9, 8, 7, 7. Guck mal. Das sind jetzt die, also, und ne, sie war ja wieder so sauer auf Nico und die waren ja so schlecht, bla bla bla, die sind Platz 3. Die sind besser als Carina und Gustav, Jennifer, Matthias und Malisa und Fabio. Maul halten, Fresse halten. So, Nico und Gloria reden jetzt aber nochmal, ne? Ich sehe da überhaupt keinen Sinn mehr drin, aber gut. Und ich glaube, wir haben es echt nötig, dass wir hier sind, weil wir haben halt echt noch so viel aufzuarbeiten und deswegen wäre es, glaube ich, gut, wenn wir da noch weiter die Möglichkeit auch haben und die uns nicht genommen wird. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zum Aufarbeiten. Ihr geht getrennte Wege, fertig, Alter. Ganz ehrlich. Also ihr könnt eigenständig selber euch irgendwie nochmal Hilfe holen, aber als Paar oder sonst was, da noch was aufzuarbeiten, der Zug ist sowas von abgefahren. Ich glaube, der Junge ist so traumatisiert durch das Ganze. Aber wenn, absolut verständlich, ne? Na, das werden wir sehen. Ja. Keine Ahnung, warum ich manchmal so bin. Ich habe keine Lust, dass es noch mehr eskaliert. Ja, es wird aber auf jeden Fall noch mal eskalieren. Es eskaliert ja bei jedem kleinen Furz. Die schreit ihn ja schon an, weil das Wasser nach Fisch schmeckt. Morgen oder weiß auch nicht wann. Ja. Das eskaliert immer. Ja. Immer, jede Sekunde. Das ist einfach scheiße. Weißt du, dass wir alles so kaputt machen, einfach so. Ich habe dich so krass geliebt und alles so gemacht. Ja, toll, aber rede erstmal nicht von wir, weil so wie es aussieht, von außen macht sie hier alles kaputt. Das ist kein Wir, das hier alles kaputt macht. Und dass das alles so irgendwie so kaputt gehen kann. Natürlich, stell mal vor, jemand würde mit dir die ganze Zeit so reden, Gloria, und dich immer so fertig machen. Dass sie so wenig Empathie hat, ne? Und nicht einfach mal einmal in seine Lage versetzen kann. Wenn so viel Liebe kann so viel Hass werden, warum? Ich weiß nicht. Kann ich hier oben wieder aufstehen? Nur kurz zum Abend. Komm, wir gehen hoch, Rita. Der will das alles nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wieder seine Grenzen überschreitet, aber die umarmen sich da jetzt, ne? Ich frag mich, will er das? Keine Ahnung. Ich kann einfach nicht mehr. Deswegen, ich bin komplett kaputt und ich kann drüber nicht mehr reden. Komm, wir gehen hoch. Sie gibt natürlich wieder den Ton an, weil sie ist die maskuline Energie. Vielleicht will der auch noch ein bisschen da am Pool alleine sitzen. Nö, darf der ja auch nicht, ne? Weil sie entscheidet ja die ganze Zeit, was gemacht wird. Nächste Woche Stunk und Streit. Halt's Maul, das ist eine Lüge. Nein, das ist so eine fucking Lüge. Halt's Maul. Ich verstehe einfach nicht, warum du mich nicht einfach so akzeptierst, wie ich bin. Ich hätte dich halt so auch nicht geheiratet, hätte ich das alles vorher gewusst. Wäre das zu dem Zeitpunkt nicht so scheiße gewesen, wäre ich vielleicht auch mit meinem Robin im Bett gelandet. Es verlässt mich immer noch. Viele Seile. Wasserkeile. Beruhig dich! Revierrivalität. Ich werde meinen Thron verteidigen. Den seine Zeit ist halt vorbei. Bei dir kommt viel heiße Luft raus. Da kommt viel heiße Luft. Und Nominierungsniedertracht. Tja, dann wird das schon. Ich finde, es ist kein faires Spiel. Du bist eine Ratte. Alter. Das ist jetzt ein bisschen asozial. Findest du
alles fair, Malisa. Findest du es fair? Boah, das war eine krasse Folge. Das war wirklich eine krasse Folge. Erstmal das mit Marc minus Robin und Michelle, das war ja irgendwie ein bisschen schön auch. Also zumindest, dass Michelle jetzt wieder gut geht. Und dann das mit den beiden, das ist einfach so krank, ey. So krank. Ihr Süßen, was sagt ihr zu dieser Folge? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Peace. Du stehst halt für guten Sex. Dankeschön. Arschblatt auf Papier.